In dem heutigen Video entscheide nicht ich darüber, was passiert, sondern 10 YouTuber. Wichtiger, Let's Phil, Caravas, Phoenix, Joecraft, Celtics, SpaceX, Bicep, Zomixocked und Jurena haben mir jeweils eine Aufgabe gestellt, die ich ohne Widerrede machen muss. Wenn euch das ganze Video gefällt, dann vergesst nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Also RV, und zwar, du musst in ein Spiel reingehen, ist egal was, Hauptsache mit Teams verboten. Und deine Aufgabe ist es, mit einem zu teamen, den du natürlich nicht kennst. Und ja, das ist die Aufgabe. Viel Spaß. So Leute, wir befinden uns jetzt in der Runde und ich muss einen Typen finden, mit dem ich mich anfreunde. Oh mein Gott, der sieht total nett aus. Hey. Alles gut, wir sind Kollegen. Das ist deins. Geschenkt. Nur für dich. Und eine Enderperle. Wir sind Freunde. Danke. Kein Problem. Wir sind richtige Bros. Und weißt du was? Wir werden die Runde gewinnen. Weil wir sind beste Freunde. Hey. Beste Freunde. Schlagen sich nicht, Mann. Kannst du mich enden? Klar. Oh mein Gott, nein! Nein, Luchi, nein! Nach der Runde habe ich ihn als Freund auf Gomme geaddet und dann habe ich mit ihm auf Discord geredet. Hallo? Jo, was geht? Warte, du heißt ja auf Discord RFO, ne? Ja. Dein Discord-Name ist irgendwie genauso wie von so einem YouTuber. Er hat in seinem Leben insgesamt nur eine Runde Skyros gewonnen und er wünscht sich nichts mehr als einen zweiten Skyros-Win. Deswegen habe ich mir die Aufgabe gestellt, ihm diesen Wunsch zu erfüllen. Aber der Anfang lief nicht so gut. Oh Mann. Ja, das war's, glaub ich. Oh. Oh, bin tot. Bro. Ja. Ja, ich bin tot. Aber wie man mich kennt, gebe ich mich nicht mit einer Niederlage zufrieden. Oh, nein! Oh, wir haben gewonnen! Ja, wir haben gewonnen! Juhu, wir haben gewonnen! Ich habe deinen zweiten Win erspielt, ja. Haben nicht die anderen gewonnen? Nein, wir haben gewonnen. Ja, bist du zufrieden mit dem Win? Ja, das zählt. Bist du zufrieden? Also, ich schaue auf mein Stats. Nein, Johnny kriegt deine Stats. Hol dir im Creative alles, was du brauchst. Geh ins End und One Cycle mit Betten den Enderdrachen. Aber was ist One Cycle eigentlich? One Cycle ist die schnellste Art und Weise, wie man den Enderdrachen besiegen kann. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. In der Mitte vom End befindet sich eine Bedrock-Plattform. Auf der Bedrock-Säule werden Obsidianblöcke und ein Bett platziert. Wenn der Enderdrache in die Nähe kommt, wird die Bettbombe ausgelöst und dadurch hat man den Enderdrachen besiegt. Das Ganze sieht, wenn man es richtig macht, so aus. Man muss dafür ziemlich routiniert sein und naja, ich habe das noch nie wirklich gemacht. Als allererstes muss ich, glaube ich, diese Türme hier abschießen. Und... So, und... Hep. Das war der letzte. Okay, dann würde ich sagen... Oh, der Enderdrache ist schon hier. Okay, jetzt ist blöd. Jetzt kann ich ihn schlecht one-cyclen. Zählt er es auch unter one-cyclen? Bestimmt. Gut, ich habe dich ge-one-cycled. One-cycle! One-cycle! Komm! Hä, ich mach das richtig gut? Hä, das ist ja voll einfach. Das war easy. Let's go. Yo, hier spricht der Redstone-Onkel. Ich habe eine Aufgabe für dich. Und zwar, baue eine Redstone-Schaltung und benutze dabei jedes Item, das du im Kreativmodus unterm Tab Redstone findest, mindestens einmal. So, wichtiger, du weißt, warum du hier bist. Nein, weiß ich nicht. Ja, ich habe mit Redstone viele Sachen gebaut. Du schaust dir das jetzt an. Oh nein, was ist das jetzt? Oh nein, was sollst du tun? Was soll ich am besten jetzt hier machen? Oh nein, was ist jetzt? Du bist in einem Raum gefangen, oh nein, was sollst du tun? Dicker. Willkommen zum heftigsten Rätsel. Was? Was tust du jetzt? Diese Knöpfe, 12 Knöpfe, okay. Auf gut Glück. Nein. Hab's. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein, ihr habt doch... Nein, habt ihr nicht gemacht. Haben wir gemacht. Eine automatische Redstone-Schaltung mit Türen, Falltüren und einfach normalen Türen. Ich glaube es nicht. Das ist so krass. Das ist so heftig. Yo, Erfo, von mir bekommst du die Aufgabe, ein 10 Fakten über Enten-Video zu machen. Viel Spaß. Willkommen zu 10 Fakten über Enten. Ich hatte früher eine Entenkappe auf meinem Minecraft-Skin. Das erste, was passiert, wenn man Enten googelt, ist, dass tote Enten kommen. Die armen Enten. Enten sehen alles in schwarz-weiß. Deswegen sind die auch so traurig. Bitte hört auf, Enten mit Brot zu füttern. Das schadet ihrer Gesundheit. Badeenten wurden 1743 von Nosach Eluret erfunden. Danke. Habt ihr schon mal Enten schlafen gesehen? Nein, ich auch nicht. Weil Enten nicht schlafen können. Ich habe den Entenskin in Fall Guys und den Bananenskin. Enten können bis zu 27 Jahre alt werden. Zum Vergleich, Fliegen können bis zu 28 Tage alt werden. Das heißt, Enten werden alt. Die Federn von Enten sind waterproof. Nice. Die Füße von Enten haben keine Nerven oder Blutgefäße.
Dadurch können sie die Kälte nicht fühlen und im eiskalten Wasser schwimmen. Das waren 10 Fakten über Enten. Okay, Afore, meine Challenge an dich. Du schreibst Mike Wichtige an und sagst, wir müssen unbedingt reden, voll wichtig. Dann geht ihr auf TS zusammen und dann versuchst du den die ganze Zeit zu provozieren. Du sagst so, man merkt so, dass du Zuschauer kaufst und so oder so, keine Ahnung, Aufrufe. Versuch das halt so real wie möglich zu verklickern, dass es den richtig provoziert. Und du darfst nicht lachen, weil sonst hast du die Challenge verloren. Ich habe Mackenzie mit ans Boot geholt und zusammen mit ihm ein wichtiger Zerstörungsvideo erstellt. Dafür habe ich bei Wichtigers Video den Quelltext so umgeändert, damit es so aussieht, wie wenn Wichtiger Fake-Kommentare gekauft hätte. Das fertige Video wurde dann auf Kenzies Kanal hochgeladen und das schaue ich mir jetzt mit Wichtiger zusammen an. Siehst du das Video gerade? Ja, sehe ich, aber ich kenn's nicht. Hallo Leute, Kenzie wieder am Start. Und ja, es wird heute wieder Zeit für ein Zerstörungsvideo. Ich werde euch jetzt beweisen, wie er seine Klicks gebottet hat und wie ich das herausgefunden habe. Wenn man sein Video über die dümmsten Tastaturen in die Kommentare reinschaut, fällt einem sehr schnell etwas auf. Die Kommentare sind zu 90% nicht auf Deutsch. Die Kommentare sind erkauft und sollen das Video einfach höher ranken. In den Kommentaren steht Hashtag YouTube Botlet. Das ist eine Seite, auf der man Klicks, Kommentare und Abonnenten kaufen kann. Eindeutiger geht es gar nicht, Wichtiger. Das ist echt peinlich. YouTuber Botlet? Warum hast du dich da angemeldet? Ich habe mich nirgends angemeldet. Junge, man sieht die Kommentare unter deinem Video, Bro. Ich check gar nicht, was du willst, ist gerade ja, so. Das, was er im Video sagt. Ja, was ist damit? Ja, hä? Du hast Abonnenten gekauft und Views gekauft. Ja, habe ich nicht. Natürlich hast du es, bist du dumm? Ja, und er hat null Argumente gefunden. Er hat die Quelltext geändert momentan. Nein, hat er nicht. Digga. Ja. It's a prank, abonniert. Arfore. Ja, Junge, was eine Scheiße, Mann. Das hat gar keinen Spaß gemacht, Mann. In meiner wunderbaren Challenge musst du dich an neuen Bautaktiken bzw. Bautechniken ausprobieren, die du noch nicht kannst. Also bringst du dir jetzt Breezy Bridge oder Moonwalk bei und wendest das Ganze einmal in einer Runde Skywars an, ohne dabei zu sterben. Die Runde Skywars sollte natürlich gewonnen werden. Ich habe leider gar keine Ahnung von Bauarten und deswegen habe ich mir Hilfe von Dena geholt. So Leute, wir befinden uns jetzt auf der Map zusammen mit Dena. Hallo, was geht ab? Junge! Was geht ab? Okay, jetzt muss man ein bisschen Battles beibringen. Ich baue dich mal hoch. Jetzt versuch hier dran zu aimen, an der Seite. Okay, ja, so. Und jetzt ganz schnell klicken und rückwärts laufen. Oh, das hätte schon mal ja, gut geklappt. Ja, das war gut. Das war gut. Jetzt versuch mal so ganz schnell links und rechts zu gehen. So zack, zack, zack und dann ja. Rückwärts. Warte, Felix. Oh, schade. Mach. Jo! Junge! Junge! Hä, Felix, du klingst wie heute voll anders. Ich hab Husten. Ach so. So, Leute, wir befinden uns jetzt in der Runde. Ich probiere jetzt die Taktiken von Dena, die er mir beigebracht hat, ein bisschen alles zu werden in der Runde. Und ich würde sagen, ich Breezy Bridge mich erstmal ein bisschen rüber in die Mitte. Das klappt schon mal sehr gut. Ja, man merkt auch, ich habe eine neue Maus gekauft. Man merkt, die Klicks gehen auf jeden Fall ziemlich gut durch. So, zack. Ich probiere jetzt von hinten dem Hit zu geben. Ich weiß nicht, ob das Ganze klappt, aber ich glaube, das sollte gehen. Von hinten so einen nicen... Oh, nice, ich hab ihn. Und, ich glaube, ich hab ihn. Oh, let's go. Das war ein guter Kill. Man muss auf jeden Fall sagen, solche Bautechniken sind natürlich sehr, sehr schwer. Oh, ich hab ihn. Oh, jetzt nicht rüber TP'd, er ist auch tot. Okay. Und dann ist der letzte... Oh, das ist Dena. Lol, Dena. Junge, was geht ab? Junge! Oh, nein. Okay, ich probiere ihn zu töten. Ich hab ihn bekommen! Oh mein Gott, wir haben die Challenge geschafft! Hol dir einfach Brian ran und erzähl ihm, dass es deine letzte Aufnahme ist und du keine Lust mehr auf Twitch und YouTube hast und jetzt erstmal dich auf Three Life konzentrieren willst und dann, ja, das ist voll lustig. Lass dein Like da. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In dem heutigen Video bespreche ich ein kleines Thema. Mit dabei ist Brian. Hallo! Einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Nämlich, Leute, bespreche ich das Thema, warum erstmal auf diesem Kanal keine Videos kommen werden und... Warte. Für welchen Kanal nimmst du gerade was auf? Ich nehme für Erfa auf. Für meinen Erfa-Kanal. Wir reden gerade von deinem Main-Channel? Ja, ich habe beschlossen, keine Videos mehr zu machen. Du komplett durch? Du hast doch jetzt gerade die 15.000 Subs so geknackt, oder? Ja, das war vor einem Jahr. Du willst R4 komplett schließen? Ich werde R4 komplett schließen. Und jetzt kommen wir zu den Gründen. Nämlich, Leute, habe ich Immobilien gekauft und das ist natürlich sehr zeitintensiv. Also das mit den Immobilien obviously trash ist, das erkennt ja jeder, aber du willst R4 schließen. Komplett. Ja. Grund Zeit oder? Zeit. Also du hast keine Zeit, Videos zu produzieren. Das ist korrekt. Und deswegen willst du so dieses typische Video machen, ich quitte YouTube. Ja. Und dann ein halbes Jahr später festzustellen, doch nicht so nice, ich mache einfach weiter. So in drei Monaten. Okay, warum machst du überhaupt ein Quit-Video? Hä, fuck it. Oh, jetzt wo du sagst, oh mein Gott, das war ein Prank. Krasser Prank, oder?
Ja, ich lache dann morgen weiter. Also ganz kurz, wenn du Zeit hast für Videos, dann machst du Videos. Wenn du keine Zeit hast für Videos und Streams, dann machst du keine Videos und Streams. So. Brian, das war ein Prank. Yo, meine Challenge an dich ist es. Brech in Minecraft ein Weltrekord. So Leute, in diesem Weltrekord gilt es so schnell wie möglich einen Glasblock herzubekommen. Zuerst baue ich hier drei Holzblöcke ab, um mir eine Spitzhacke und eine Werkbank zu machen. Speedrunner ist echt total super, danke Phoenix für diese tolle Challenge. Ab geht's zu diesem Berg da vorne. Ich werde mich da reingraben, um mir aus Steinen einen Ofen herzustellen. Ich kann mich nur wiederholen. Speedrunnen ist echt super. Das Abbauen von den Steinen braucht echt lange, deswegen schreibt doch in der Zeit in die Kommentare, was eure Lieblingsfarbe ist und wie ihr das Video findet. Das würde mich echt total interessieren. So, jetzt sind alle Steine abgebaut und der Ofen kann gekräftet werden. Jetzt heißt es abwarten, bis der Ofen das Glas fertig geschmolzen hat. Juhu, ein neuer Weltrekord. Also du musst ja alles machen, was ich sage. Also du machst einfach jetzt jede Woche mindestens ein Video. Keine Ausnahme, jede Woche jetzt. Das ist meine Aufgabe an dich. Ab jetzt gibt es jeden Sonntag um 11 Uhr ein neues Video. Und ja, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Okay, ich habe eine sehr schwere Aufgabe für dich. Beende das Video. Jetzt ist er vor.